Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch drei Kappsägen vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist, und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns für den Bosch GCM8 SJL entschieden. Die Panelsäge GCM8 SJ von Bosch Professional besitzt einen leistungsstarken 1600 Watt Motor. Die kompakte GCM8 SJL Professional bietet eine saubere Lösung für das Sägen großer Werkstücke. Mit ihrer Schnittkapazität von 70 mm vertikal und 312 mm horizontal eignet sie sich ideal zum Sägen großer Werkstücke. Mit einem 2-Punkt-Staubabsaugsystem bietet die Kapp- und Gehrungssäge optimales Staubmanagement für einen sauberen Arbeitsbereich während des Gebrauchs. Dank dem Click-and-Clean-System ist hier genaueres Arbeiten mit weniger gesundheitsschädlichen Staub bei längerer Werkzeuglebensdauer möglich. Einfacher Scheiben- wie Werkzeugwechsel ist dank der Spindelarretierung auch bei diesem Modell ein leichtes. Mehr Infos über den Bosch GCM8 SJL findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorgestellt haben, möchten wir euch unser günstigstes Modell im Vergleich vorstellen. Hier haben wir uns für den Einhell TCSM 216 entschieden. Die Zugkappgärungssäge TCSM 216 ist mit einem hochwertigen Präzisionshartmetall-Sägeblatt ausgestattet, das ein sauberes und präzises Schnittbild ermöglicht. In Kombination mit einem 1500 Watt starken Motor meistert die Säge auch anspruchsvolle Aufgaben. Dank der leichten und handlichen Bauweise und mit Hilfe des praktischen Tragegriffs kann die Gärungssäge schnell und einfach überall hin transportiert werden. Bei diesem Modell ist es möglich, flexibel und schnell verschiedenste Materialien wie Holz, Kunststoff und vieles mehr ohne Probleme zu bearbeiten. Ausgestattet mit einer leicht zu bedienenden Zugfunktion, gelingt auch das Schneiden von besonders breiten Werkstücken mühelos. Der hochwertige Aluminiumdruckguss Drehtisch besitzt bereits Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel bei Do-It-Yourself-Arbeiten. Ausziehbare Werkstückauflagen jeweils links und rechts unterstützen bei der Arbeit mit längeren Werkstücken und nehmen gleichzeitig nicht unnötigen Platz ein. Hinter dem Sägeblatt befindet sich eine Gummilasche zur verbesserten Sägespänenableitung. Dadurch werden sie nicht von umherfliegenden Spänen gestört. Dank des gut sichtbaren Schnittlinienlasers erhalten sie saubere Schnittvorlagen und können das Werkstück schnell in die gewünschte Position ausrichten. Mehr Infos über den Einhell TCSM 216 findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungssieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns den 1675 Watt DeWalt DWS 780 rausgesucht. Diese verfügt über die bewährte Gärungs- und Neigungsschnellverstellung mit Edelstahlskaler und Fixrasten für Standardwinkel von 0 Grad, 15 Grad, 22,5 Grad, 30 Grad und 45 Grad sowie die Schnellverstellung bis 50 Grad ermöglichen komfortables Arbeiten. Für einen sicheren Transport sind der Auszug und Sägekopf problemlos verriegelbar. Die plangefräste Grundplatte und der Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss garantieren ein hohes Maß an Genauigkeit. Ebenso wie andere DeWalt-Panelsägen verfügen auch die Säge DWS 780 über die zuschaltbare, patentierte XPS-Schnittlinienanzeige. Hierbei projizieren helle LEDs den Schlagschatten des Sägeblatts von oben als Schnittlinie auf das Werkstück. Im Gegensatz zu einem Laser muss XPS nicht justiert werden. An der Schnittlinie lässt sich das Werkstück mit Anriss schnell und exakt ausrichten, zusätzlich wird der Schnittbereich perfekt ausgeleuchtet. Für mehr Komfort beim Arbeiten mit großen Werkstücken sorgt der innenliegende, staubgeschützte Posaunenauszug. Für möglichst staubarmes Arbeiten kann die Säge mit Hilfe des bewährten Airlock-Adapters schnell und einfach an einen Staubsauger oder an ein DeWalt-Absaugsystem angeschlossen werden. Mehr Infos über den DeWalt DWS 780 findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der drei Kappsägen, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen, auch für euch ist hier etwas mit dabei.
Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.